Würdest du für 20 Franken ein Parkour-Rennen gegen mich machen? Nee. Würdest du für 100 Franken ein Parkour-Rennen gegen mich machen? Klar doch. Dieser komische Typ scheint das Gefühl zu haben, dass es einfach ist, gegen mich zu gewinnen. Dabei hat er keine Ahnung, wie gut ich im Freerunning bin. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich diesen Parkour zu durchqueren und dann den Buzzer zu drücken. Zuerst war ich dran. Der Parcours sieht zwar easy aus, ist aber komplizierter als ihr denkt. Obwohl ich einige kleine Fehler drin hatte, habe ich meiner Meinung nach komplett abgeliefert. Ob der Kollege Schnürschuh die 10 Sekunden von mir schlagen kann? Ich bin super, bin nervös, habe mich lang vorbereitet. Ich danke meiner Mutter, meinem Vater und ich grüße noch meinen Tischtennisverein. Er hat zwar noch Witze gemacht, aber unter wahnsinnigem Druck und mit den 100 Franken im Kopf lief er um sein Leben. Aber hat es gereicht? Mit einer Zeit von 9 Sekunden hat er mich easy besiegt und sowohl die 100 Franken als auch die Fisherman's Friend Cap gewonnen.